und zu Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er, Jesus, kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes, um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Da spricht der Herr Jesus Christus. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Diese Orte sind in der heutigen Türkei. Die Türken sind verführt worden. Die Türken müssen zurückkommen zum Herrn Jesus Christus. Dieses Buch ist eigentlich gerichtet an Asien, Kleinasien. Und diese Orte sind in der heutigen Türkei. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen. Wer ist diese Stimme, die gesprochen hat? Ich bin das Alpha und das Omega. Der Herr Jesus offenbart sich jetzt. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Jetzt wird der Herr Jesus beschrieben. Er hat ein Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürt mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber war, und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, und jetzt sieht hier Johannes den Herrn Jesus, und ich werde da emotional, wenn ich das lese. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesen geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, das sind 7 Gemeinden. Dem Engel, Offenbarung 2, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und dass sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und es geht an diejenigen, auch an euch: Ihr müsst Buße tun. Wenn du in Sünde lebst und eine offensichtliche Sünde hast, tu Buße, bevor der Leuchter wegkommt. Und er sagt: Wer überwindet, dem werde ich vom Baum des Lebens inmitten des Paradieses zu essen geben. Um dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du aber bist reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans.
Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Seid getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod, nämlich die Feuersee. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt er, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinen Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast und ich in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, an der Lehre Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf diesen Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer der, der den Stein empfängt. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass du die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in großer Drangsal. Wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke, und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jeden einzelnen Menschen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, was sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich wiederkomme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihnen den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde, Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welche die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat: Ich kenne deine Werke und dass du den Namen, dass du hast den Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet: Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich geliebt habe.
Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der letzten Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich will ihm den Namen meines Gottes schreiben, auf den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von Gott aus dem, das vom Himmel herabkommt, und von meinem Gott aus, meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der Treue und der wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, das geht an die lauwarmen Christen. Der Herr spricht ja an die lauwarmen Christen. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist. Und weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm und blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Gott erzieht seine Kinder. So sei nur eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich auf meinen und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 4. Nach diesen schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gleich, die glich einer Posaune, mit mir reden gehört hatte, die sprach zu mir: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesen geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron Gottes, der glich in seinem Aussehen wie ein Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und vor dem Thron Gottes gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron Gottes war ein gläserndes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron Gottes waren vier lebendige Wesen, volle Augen von vorne und hinten. Das sind Seraphimen und Cherubimen. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatten sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron Gottes nieder und sprechen: Würdig bist du, Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Offenbarung 5. Das Lamm ist würdig, das versiegelte Buch zu öffnen. Und jetzt wird das ganze Universum den Herrn Jesus Christus anbeten. Und ich sah
in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden würde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones Gottes unter 4 lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Also Johannes sieht hier in der Vision, er sieht hier 24 Ältesten vor dem Thron Gottes. Er sieht unzählige Engel Gottes vor dem Thron Gottes. Und dann sieht er einen Lamm. Das Lamm ist Jesus, der inmitten des Thrones Gottes regiert. Und dann sieht Johannes Jesus und Jesus nimmt das Buch aus der Rechten seines Vaters. Niemand ist würdig, das Buch zu nehmen, außer der Herr Jesus. Er nimmt das Buch aus der Hand Gottes des Vaters. Und was passiert dann? Und jetzt kommt die Anbetung des Lammes. Jetzt betet jeder den Herrn Jesus an. Und als Jesus quasi das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm Gottes nieder. Und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das sind eure Gebete. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und du hast uns zu Königen und zu Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron Gottes und die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel. Die sprachen alle mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Lob. Und jetzt kommt's, was die Muslime nicht verstehen. Und jedes Geschöpf im Universum, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, dem Vater und dem Lamm, Jesus Christus, gebührt das Lob, die Ehre, der Ruhm, die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In Jesus Christus Namen. Amen. Und das wird alles geschehen. Das wird alles geschehen. Genau das, was ich gerade gelesen habe, das wird alles geschehen. Ist Jesus Gott? Ja. Jedes Geschöpf wird Jesus anbeten. Jedes Geschöpf wird Jesus in seiner Allmächtigkeit sehen. So, das war stark auf jeden Fall. Leute, ich bin emotional geworden, weil es ist einfach krass. Der Heilige Geist fühlt das sehr auf jeden Fall. So. Okay, Leute. Wir haben gleich 23 Uhr. Ich werde noch ein paar Fragen beantworten. Und dann ist für heute Schluss. Morgen machen wir weiter. Wirst du noch weiterlesen, Alan? Ja, wir lesen weiter. Wir lesen morgen weiter. Dank dir stehe ich zu Jesus.
bin ein richtiger Christ geworden. Amen. Stark. Glaubt deine Familie auch an Jesus? Nein. Hatte Mohammeds Glauben? Ja. Er selbst war ein Rassist, auch der äthiopische Afrikaner als Rosinenköpfe abgestempelt hat. Wann kommst du morgen an? Mal gucken auf jeden Fall. Aber Offenbarung lese ich immer später. Offenbarung lese ich immer so ab 22 Uhr. Ist mega Vibes auf jeden Fall. Was sind Seraphim? Seraphimen und Cherubimen sind einer der höchsten Engelfürsten. Und selbst Luzifer, genannt auch der Teufel, war ein Cherubim. Selbst der Teufel war ein Cherubim. Das sind starke Engelfürsten, die Seraphim und die Cherubim. Was bin selber Black? Ich liebe dunkelhäutige schwarze Menschen. Also, Gott kennt keinen Rassismus. Und wer den Geist Gottes in sich hat, der liebt auf jeden Fall alle Menschen, egal welche Hautfarbe oder sonst was. Leute, ich bin der einzige Christ aus meiner Familie. Ab Freitag ist immer Religion in der Schule und die Muslime erzählen immer, wie toll Mohammed ist. Dann lernen Seeking Allah, Finding Jesus von Nabil Qureshi und dann zeigt den Muslimen die Wahrheit, wie toll ja Mohammed war. Zeig ihnen mal die Verse, die Muslime nicht hören wollen. Leute, ich sag euch, ich freue mich auf das Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich möchte nach Hause. Und ich werde nach Hause kommen. Ich hoffe, ihr seid dann auch zu Hause. Ich habe die Schnauze voll von dieser Erde. Deine Kurdin redet nicht so groß. Also, Kurmanjista Bejum, wenn du dich schon eine Kurdin nennst, dann sage ich dir etwas. Lass mich dir auf Kurdisch sagen. Leute, lass mich mal auf Kurdisch was sagen. Ich sage dir auf Kurdisch. Mohammed, seine Chikriye, Insana Kushtiye, Bizaroke Raketiye, Aisha, Chen Salibu, Shesha, Nesalibu, Peraket, Uichaker, De Jabela, Gaba Mohammed, als er seine Offenbarung bekommen hat, meine liebe Kurdin, was ist dann passiert? Gaba meditiert Kachubuye, Shaitan hat Jojir, Injil Kharab, Jirgotiye. Galater 1, Vers 8, verflucht sie wie oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen. Die Injili Daniel Shaitan, Garechobike Wok Melik, und Melik, Garechobike Wok Shaitan. De Peiva Chodi Daniel, die Johannes 1, Shadan Yeser. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Peiva Chodi, de Korana Wiji Daniel, Peiva Chodi Kie, El Messie, Bisne Isa ibn Mariam, Jesu El Messie. O Peiva Chodi, Chodi. Im Anfang war das Wort Beiva Chode, das Wort war bei Gott Vater und das Wort Beiva Chode Chodebu. Chumana Chode, meine liebe Kurdin. Chumana Chode, Chode Choda. Das bedeutet auf Kurdisch Chode Choda, Gott hat sich hingegeben. Choda, Chode Choda. Jesus hat sich hingegeben. Was glauben die Jesiden? Du bist ja verführt worden in der Schlangenreligion des Islams. Du warst, deine Vorfahren waren auch Juden, Christen und Jesiden. Die Jesiden haben ein besseres Verständnis, die ihr als Teufelsanbeter abstempelt. Diejenigen, die jesidische Lehre auch kennen, die wissen, aus dem Licht ist alles geschaffen. Das glauben wir Christen auch. Jesus ist das Licht der Welt und das Licht der Welt hat das Wort Gottes die Welt geschaffen. Du folgst einem Menschen nach, der mit einem Neunjährigen geschlafen hat, der ein Massenmörder war, der Hände und Füße von Menschen geschneidet hat und sie in der Wüste gelassen hat. Aisha, der die Spermienflecken in Sahih al-Bukhari von Mohammed abgewischt hat, der behauptet hat, er hätte Sex mit seinen Frauen, in Wahrheit hat er keinen Sex, weil er sich das eingebildet hat. Warum? Er war besessen. Aisha sagt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist besessen. Gibt's einen authentischen Hadith? Das schickt, Rasulallah ist besessen. Wir lesen nach der Offenbarung im Berg Jabal in der Höhle von Hira. Rasulallah sallallahu alaihi wasallam
als er meditierte und dann rauskam, ging er zu seiner Frau Khadija. Er aber behauptet, bevor er zu Khadija und seinem Großonkel kam, dreimal geschworen, es war eine dämonische Gestalt, die Mohammed gewürgt hat im Berg Jabal in der Höhle von Hira. Und dann geht er zu seiner Frau Khadija, Schock, schwitzt. Und seine Frau Khadija und sein Großonkel dann auf jeden Fall haben ihn eingeredet, das war nicht Gabriel, sondern es war Djibril. Djibril ist ein dämonischer Geist. Erzengel, heiliger Erzengel Gabriel ist der Fürst quasi, der die Botschaft auch gegeben hat, der Maria. Und was gibt Gabriel der Maria? Maria, du wirst schwanger werden, du wirst deinen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird den Thron seines Vaters Davids geben und wird regieren über das Haus Jakobs, in Ewigkeit wird er regieren. Wie kann das sein, fragt sich Maria, da ich von keinem Mann weiß, ich bin Jungfrau. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das heilige Kind, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Weißt du, was die Muslime denken? 600 Jahre später kommt Gabriel auf die Erde. Haha, hihi, huhu, ich habe euch alle 600 Jahre lang verarscht. Ihr seid alle in die Hölle gegangen. Er ist in Wahrheit nicht der Sohn Gottes, sondern ein Isa ibn Maryam, ein Simsalabim Rosellem. Was denkst du in deinem törichten Kopf, wenn der antichristliche Geist dir solche Lügen erzählt? Du folgst der Stimme des Fremden an. Ich habe die Stimme des Fremden vor 6 Jahren den Islam verlassen. Denn ich habe die Stimme des Hirten gehört. Wer ist und was praktiziert der Islam? Geh doch mal, meine liebe Kurdin, nach Syrien, in mein Heimatland. Geh zu den ISIS, zu den Daesh. Die würden dich vergewaltigen und die würden dich als Sexsklavin benutzen, wie auch Mohammed das mit Abu Bakr und mit den anderen Kalifen getan hat. Die würden dich um Gottes Willen. Und auch deine kurdischen Schwestern, meine liebe Kurdin, wenn du mir überhaupt noch zuhörst oder ob das Wort Gottes schon zu viel für dich war, weil der antichristliche Geist in euch läuft weg von dem Wort Gottes und der Autorität des Heiligen Geistes. Aber ich sage dir noch, deine Schwestern, 40.000 Kurdinnen wurden vom Islamischen Staat vergewaltigt und als Sklavinnen benutzt. Und das ist die Lehre Mohammeds. Du als Kurde oder als Kurdin oder als Albaner auch oder Bosana, ihr seid alle in den Islam hineinverführt worden. Ihr seid alle zwangsislamisiert worden. Ihr habt wahrscheinlich damals die Jizya nicht gezahlt oder ihr habt auf jeden Fall einfach durch die Verführung des antichristlichen Geistes die Religion der Schlange angenommen. Sure 354, Offenbarung 12. Es tut mir im Herzen weh. Schwafedibek, Pitschki Namus. O Sheref dich Bevla Chode, O Beva Chode in Jili Buchim. Korane wird ein bisschen Jehneme, wird ein bisschen Jehneme. In Jili Bejet der Ria Mohammed Begre, die Hare Jehneme. Der Ria Jesu El Messih Begre, die Hare Jenete. Ihr seid alle mitverführt in den Islam. Es tut mir im Herzen weh, besonders Kurden oder Kurdinnen oder Türken oder alle Iraner, Iraker, Palästin und alle anderen, wo die Religion der Schlange des Antichristen durch den Dschihad sich gebreitet hat und alle Juden und Christen abgeschlachtet hat und die Fahne der schwarzen Flagge, der Schlange, der dämonische Baalgeist, der im Alten Testament in die äußerste Finsternis dann geworfen wurde und jetzt in der Kaaba auch wohnt und der Kaaba-Stein wird sowieso in Offenbarung vernichtet werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Offenbarung 17 bis Offenbarung 19 wird auch der Kaaba-Stein in Mekka vernichtet werden. Und dann werdet ihr alle sehen, dass die große Stadt, die einmal war und jetzt nicht mehr ist, vernichtet wird. Bitschki namus o sheref o namus dich bebla chode. Gavate be es kurmanje, tene kurmanje, gavate ria islamidegre. Und ich habe dir das auf Kurdisch gesagt. Und es tut mir leid im Herzen. Es tut mir für dich leid und für alle anderen. Tut mir leid für mein Kurdisch. Mein Kurdisch ist nicht perfekt, aber was ich reden kann, das verkündige ich. Und das Evangelium predigen auf Kurdisch kann ich auch nicht so gut, aber ich habe mein Bestes gegeben. Falls du Kurde bist, hast du es trotzdem verstanden. Geh doch mal nach Syrien und mal gucken, was du, wenn du behauptest, ich bin Muslima, was die mit dir machen würden. Was der islamische Staat mit dir machen würde. Dasselbe, was Mohammed auch getan hat.
Deine Kurdisch ist ja gut, aber hast du eine bestimmte Person angesprochen? Ich habe eine bestimmte Person angesprochen. Gott segne dich, Alan. Hi, Lara, Gottes Segen. Was sind Jesiden? Ah, mit dem Thema will ich nicht anfangen. Erik, Gottes Segen dir, Erik. Danke für deinen Rosen, mein Lieber. Man versteht dich gut. Sehr gut. Ja, es muss die Wahrheit gesagt werden. Es muss. Sie müssen es hören. Leute, danke für die ganzen Geschenke. Ich danke euch sehr, wirklich. Danke, Leute. Muss nicht sein, aber wenn ihr mich unterstützen möchtet, danke auf jeden Fall. Und der Herr segne euch dafür. Muss wirklich nicht sein, aber danke dafür. Wir leben in der Endzeit. Genau. Sehr schön und richtig gesprochen. Gottes Segen. Sind deine Eltern Muslime? Leider ja. Ich bin der einzige Christ. In einer Großfamilie bin ich der einzige Christ. Die hören nicht auf mich. Auch in ihnen wirkt derselbe Geist, wie auch in den anderen Muslimen. Leider Gottes. Ich bete für sie. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Bis ich sterben werde, werde ich versuchen. Danke für die ganzen Rosen und Geschenke, Leute. Gott segne dich, Bruder. Der Herr segne euch auch. Mögen deine Eltern auch zu Jesus kommen. Amen. Mein Bruder, du hast die Wahrheit erkannt. Amen. Wo wird gesagt, dass Jesus Gott ist? Schreib mir auf Instagram und ich schicke dir alle Verse, die du brauchst. Ich bin jetzt auch ein bisschen zu müde, um dir die ganzen Verse zu geben. Es gibt unzählige Verse im Alten Testament und unzählige Verse im Neuen Testament. Danke, Erik, Gott segne für die Löwenmähne. Eine Mähne für den Löwen. Aber wir haben einen Löwen. Und das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der überwunden hat. Und das ist der Jesus Christus. Er ist der wahre Löwe. Ein Mensch kann kein Gott sein, Bro. Er ist auch kein Mensch. Er hat Menschengestalt hinzugefügt, mein Lieber. Der in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raubfessel, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie der Menschen. In seine Gottesgestalt hat er Menschengestalt hinzugefügt. Vor seiner Menschwerdung war Jesus seit Ewigkeiten schon mit dem Vater eins und eins in der Essenz und im Wesen. Jesus vor seiner Menschwerdung war in der Gestalt Gottes, wie auch die Bibel im Alten wie im Neuen Testament auch sagt. Also erzähl mir nichts, dass wir einen Menschen als Gott haben. Nein, das Wort Gottes, Gott selbst wurde Mensch, wurde Fleisch, und wohnte unter uns. Die Bibel sagt uns, Gott wurde Mensch und hat uns quasi das offenbart. Er war in der Welt, Jesus war in der Welt, Vers 10, und die Welt ist durch ihn geschaffen worden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Ne? Und danke für die Geschenke, Leute. Gott wurde nie gesehen, aber Jesus wurde gesehen. Eine Lüge, die ihr nicht versteht. Johannes 1,12. Ich kenne die Bibel. Lies doch mal die Bibel. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der selbst Gott ist, der im Schoß des Vaters ist. Er hat uns den Vater gezeigt. Lies doch mal den Vers zu Ende, bevor du hier lügst. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat uns den Vater gezeigt. Bevor hier irgendwelche Lügner kommen und irgendwelche Verse aus dem Kontext reißen. Ja. Amen. Niemand hat Gott gesehen, Jesus. Das sind Copy-Paste-Muslime. Wisst ihr, ich sage euch jetzt was. Ich schalte die Kommentare kurz aus. Ich nenne ein paar Namen. Ein paar Heuchler. Ich nenne euch die größten Heuchler. Joker, Tauhid, Islam verstanden, Fitra Dawa Hamdi und die ganzen anderen Marionetten des Antichristen und das sind Holzpuppen, das sind Marionetten auf jeden Fall. Was machen die? Viele denken, sie hätten Wissen. Das meiste, was sie reden, ist natürlich durch den Geist des Antichristen. Aber das meiste von ihr lächerliches Wissen ist auf jeden Fall Copy-Paste. Sie kopieren und hinzufügen ihr Wissen. Und das lesen sie vielleicht einmal, aber das meiste kopieren sie und hinzufügen es in ihren Videos. Die haben keine Ahnung von der Lehre des Christus, keine Ahnung vom Alten Testament. Das sind Muslime, die den Christentum schlecht dastehen wollen. Und der Herr sagt, wer für mich ist, der ist für mich. Wer gegen mich ist, der ist gegen mich. Wer für mich ist, Kind Gottes. Wer gegen mich ist, Kind des Teufels. Wie der Herr auch zu den Pharisäern gesagt hat.
Der Herr sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, 2. Mose 3,16, Mose sagt zu den Israeliten, ich bin, hat dich gesandt. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und das ist der chronologische Vers zum Alten Testament in Jesaja 43,10. Jetzt lies mal Jesaja 43,10 zusammen mit Johannes 8,24. Und dann siehst du vom Alten bis zum Neuen Testament, dass Jesus der allmächtige Gott ist. Und wenn du Jesaja 43,10 bis mit Johannes 8,24 gelesen hast, dann lies mal ein Vers weiter, Jesaja 43,11 mit Lukas 2,11. Dann siehst du auch dort, dass Jesus der allmächtige Gott ist. Und dann lies Jesaja 44,24 mit Hebräer 1,10 und da steht auch ganz klar, dass Jesus der Allmächtige, der Schöpfer ist. Ne? Also du musst die Bibel chronologisch nehmen, Altes und Neues Testament, und das macht alles Sinn. Und wer Ahnung hat, der weiß auf jeden Fall, dass Jesus der Allmächtige Gott ist. Und der Messias wird nicht als einfach ein Mensch und ein Prophet prophezeit. Der Messias wird als Gott von den Propheten im Alten Testament prophezeit. Und darum sage ich den Muslimen, entweder ihr leugnet das ganze Alte Testament, ihr leugnet alle Propheten im Alten Testament, ihr leugnet die Lehre des Christus, die Lehre Engel Gabriels, die Lehre der Apostel, ihr müsst alles leugnen, um Mohammed nachzufolgen, weil Mohammed kann sich nicht identifizieren in den Propheten, in Engel Gabriel und Jesus, weil die Lehre Mohammeds eine komplette antichristliche, dämonische, satanische Lehre gegenüber dem Alten und dem Neuen Testament ist. Wir haben nicht denselben Gott und ich hoffe auf jeden Fall, das war das letzte Mal, dass ich heute so etwas sagen muss, weil mir tut es im Herzen weh, jedes Mal immer das Gleiche zu sagen und euch ein bisschen die Augen zu öffnen, aber die meisten verlassen sowieso mein Live, die meisten sind nur, um negativ zu kommentieren von den Muslimen hier. Ihr sucht Aufmerksamkeit, geht doch zu euren Käsepredigern und glaubt weiterhin den Schwachsinn, die durch den antichristlichen Geist euch sagen, aber ich sage durch den Geist Gottes dir, Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, er ist der Sohn des lebendigen Gottes, er ist das Alpha und das Omega, er ist der Erste und der Letzte und er ist das Ebenbild des Unsichtbaren Gottes und die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus Christus. Er ist wahrhaftig gekreuzigt und wahrhaftig auferstanden am dritten Tag und das bekennt der Geist Gottes. Ob du es glauben möchtest oder nicht, ist dir überlassen. Ich kann dich nicht retten, ich kann dir das Wort predigen. Dich retten tut mein Vater im Himmel und übergibt dich meinen Herrn und mein Erlöser Jesus Christus. So. Ich kann nicht mehr tun als nur predigen. Ob du gerettet wirst, na, das weiß ich nicht. So, so Leute, ich werde jetzt offline gehen. Heute war extrem guter Stream. Wir hatten heute einen krassen Stream auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. 2 Stunden, 9 Minuten. Reicht für heute. Morgen machen wir, so Gott möchte. Und der Herr Jesus mir einen neuen Tag schenkt, morgen weiter. Leute, betet. Und ich habe in den ersten 45 Minuten, könnt ihr euch noch erinnern, wenn einer von euch noch in diesem Live ist, der in den ersten 45 Minuten da war, erinnert euch, was ich in den ersten 45 Minuten gesagt habe. Tut Buße, wenn ihr mit Sünde zu kämpfen habt oder in Sünde lebt. Geht heute vor dem Schlafen auf eure Knien, betet zum Vater im Namen des Herrn Jesus Christus. Tut Buße und glaubt dem Evangelium, liest das Wort Gottes jeden Tag, lasst euch weise machen. Das Wort Gottes macht dich intelligent, es macht dich weise, es macht dich zu einer starken Persönlichkeit, es macht dich zu einem Mann, es macht dich zu einer gläubigen, biblischen Frau. Betet und liest das Wort Gottes. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr jeden Tag das tut, wie Gott auf jeden Fall durch euch wirken kann und sich in eurem Leben offenbaren wird. Leute, macht das Plus hier auf TikTok weg, wenn ihr mir nicht folgt. Und mein Insta werde ich auch noch reinposten, da könnt ihr mir auch folgen. Auf Insta gibt auch guten Content von mir. Ich mache morgen wieder ein paar Umfragen auf Instagram. So, Insta, Alan Seligen, alles klar. Halleluja, Bruder. Erik, Gottes Segen dir auf jeden Fall. Schönen Abend. Danke an alle auf jeden Fall für die ganzen Geschenke und alle, die zugehört haben. Danke fürs ganze Folgen und alles.
Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr gebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ne? Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Ne? Und ja. Schlaft gut. Betet. Lest Gottes Wort. So. Macht's gut. Gott segne.